Hallo, rüste den Zug auf und bereite alles für die Abfahrt vor. Planabfahrt ist um 19.06 Uhr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transmutator 2017. Ja, das hier ist der ÖBB Railjet in einer von RWA in einer Doppeltraktion, das zeige ich euch gleich. Und wir fahren hier mit dem den Arlbergpass auf dem Dreiländereck hoch, aber vorher müssen wir noch erstmal nach Bludenz gelangen. Und genau. Ich würde einfach sagen, wir machen den Zug mal fahrbereit. Abfahrt ist um 19.06 Uhr. Der hat ja schon gehalten. Das ist der zweite Teil aus einem zweiteiligen Szenario. Und während der Fahrt erzähle ich euch auch einige interessante Informationen oder vermittle ich euch einige interessante Informationen zum Railjet. Genau, der ÖBB. Was der denn alles so kann. Und genau. Aber jetzt machen wir den Zug fahrbereit, wie gesagt. Batterie habe ich schon angemacht. Ansonsten müssen wir die Türsteuerung auf die ÖBB, auf die der ÖBB stellen. Dann machen wir mal hier, zack, den Führerstand aktiv. So, jetzt ist er an. Sieht man hier, aha, 19.04 und so weiter. Gut, dann gucken wir mal, haben wir das Stromnetz auf ÖBB gestellt. Das, zack, auf ÖBB nochmal bestätigen. Das ist übrigens Touch, das MDA, MDA oder MD oder DDI. Zack, Driver Display Interface. Ja, ich glaube DDI. Das ist Touch tatsächlich. Jetzt habe ich gerade die Lichtart eingestellt und genau, die, das Stromnetz. Zack, dann nehmen wir mal die Stromabnehmer. Ja, okay, Strom müsste anliegen. Liegt an, 15 kV, ganz normal, Oberspannung. Super. Dann können wir den Hauptschalter anmachen. Genau, das Männchen leuchtet nicht mehr hier rosa. Dieses blaue Smiley, das stellt dann gerade noch was ein. Zack. Systeme sind an. An den Taurus liegt Strom an. Perfekt. Und hier kommt dann nochmal die zweite. Also wie gesagt, es sind zwei aneinander lange. Also es ist ein sehr langer Railjet. Ist ja immer so, die sind dann aneinander gekuppelt. Genau. Jetzt müssen wir mal gucken, wir haben in 20 Sekunden Abfahrt, das muss ich mal schauen, Hauptschalter ist schon drin. Jetzt müssen wir mal die Federspeicherbremse lösen, das Bremsventil auch. So, dann haben wir jetzt, hoppla, haben wir jetzt komplett die Fahrtrichtung, den Fahrtrichtungsfeder nach vorne gesetzt. Und dann sind wir eigentlich zum Losfahren abfahrbereit. Dann gucken wir mal, ich fahre gerne mit der AFB heute. Schauen wir mal, dass wir die gleich auf 100 stellen. Und wir haben genau jetzt Abfahrt. Perfekt. So, gucken wir mal, ob der Zug Leistung aufschalten will. Ne, der Zug will gerade keine Leistung aufschalten. Federspeicher, ne. Ach jetzt. Bremsventil war noch gesperrt, genau. Das hatte ich aber eigentlich gerade zweimal entsperrt sogar. Also ich habe da zweimal raufgeklickt. So, da kommen wir doch jetzt ins Rollen, perfekt. Gut, ist nämlich so, in der Schweiz hat man jetzt eingeführt, oder in der Schweiz sage ich schon, in Österreich hat man eingeführt, dass man sich aus dem Wechselblinken nicht mehr befreien darf, also aus dem restriktiven Modus, wenn man gerade anrollt. So habe ich das irgendwie mitbekommen. Und deshalb müssen wir jetzt einfach warten, bis das Wechselblinken von alleine weg ist. Und ab dann dürfen wir automatisch hochschalten. Genau. Wir fahren jetzt gerade, sind gerade aus Feldkirch losgerollt. Und der nächste Halt ist Bludenz. Dort nehmen wir noch einmal Fahrgäste auf und dann fahren wir bis nach St. Anton. Die Sache ist nämlich, das ist alles Österreich. Also wir müssen hier in keinster Form irgendwie das Stromnetz einmal wechseln. So, das Wechselblinken hat aufgehört und jetzt können wir einmal schön hochbeschleunigen auf die 60. Willkommen im ÖBB Railjet. Unser Team im Restaurant erwartet Sie mit köstlichen Erfrischungen.
Begrüßungen und betreut Sie gerne auch am Platz. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise mit den ÖBB. Welcome on board of ÖBB RailJet. Our team in the restaurant is awaiting you with delicious refreshments and is also happy to serve you at your seat. Wish you a pleasant journey with ÖBB. Genau, das ist auch das Szenario, auch Ansagen. Und ansonsten, das ist hier übrigens der ÖBB RailJet Steuerwagen. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. ÖBB 8090 in der Bezeichnung. Genau. Und jetzt muss ich ja mal hier ganz kurz nochmal in unserem Spielchen nachschauen. Genau, wir fahren jetzt hier in Richtung Bludenz, wie gesagt. Und dann unterwegs erzähle ich euch auch gleich was ein bisschen zum RailJet an sich. Ist nämlich ganz interessant, was da alles kann. Und schauen wir uns den Zug einfach auch nochmal ein bisschen genauer an, weil ich ja mit dem RailJet tatsächlich noch nie auf meinem Kanal gefahren bin. Und es ist dann gleich auch die Premiere auf den Arlbergpass hoch. Das ist auch ganz interessant. Da bin ich nämlich auch noch nie unterwegs gewesen. Jetzt gucken wir mal, jetzt können wir ab hier 140 fahren. Stelle ich das mal gleich hoch. Ist auch ganz, also finde ich auch sehr fahrgastschonend, wie der hier langsam die Leistung ausschaltet und nicht gleich abrupt durchballert. Das finde ich wirklich sehr, 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 sehr realistisch. SIFA. SIFA, keine Sorge, wir tun dir nichts. Gut, dann kommen wir jetzt zu den 140. Man sieht dann auch immer, es gibt eine leichte Geschwindigkeitsüberschreitung, weil er erstmal die Leistung abschalten muss. Also bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Genau. Und es müsste jetzt der Bahnhof Feldkirch-Amberg es müsste jetzt Frastanz oder Schlinz gewesen sein. Müssen wir mal ganz kurz gucken, wo wir gerade durchgefahren sind. Frastanz oder Schlinz? Das war Frastanz, okay. Gut, das war Frastanz, genau. Ansonsten ist es auch ganz schön, dass man hier während der Fahrt im Steuerwagen auch Geräusche hört, weil bei manchen Steuerwagen ist ja das, hört man eigentlich gar nichts mehr. Genau. Oh, da kommt was von der Deutschen Bahn entgegen. Ach stimmt, das war eigentlich ein ÖBB-Talent, den hatte ich getauscht. Also nicht wundern, das war die einzige Sache von Deutsche Bahn, die hier rumrollt, von der Deutschen Bahn. Da fiel mir jetzt nichts Besseres ein, was ich da hätte tauschen können. Wenn ich ehrlich bin, genau. Und das ist auch immer ein bisschen schwer, weil diese Elektrotriebzüge da, die haben alle, sind alle ein Zug verbannt und haben auch Motoren in den Waggons und das hat dann auch so einen Train Simulator umgesetzt und dann kann ich im RW-Tools nicht irgendwelche Mittelwagen, die auch Motoren darstellen, mit normalen Waggons tauschen. Dann muss ich das halt jetzt so machen. Genau. So. Auch mal zum Dreiländereck, das fährt ja einmal also komplett durch Deutschland, durch die Schweiz einmal und dann wieder komplett durch Deutschland, Österreich, Schweiz, Österreich, Österreich, genau, so war das irgendwie. Und das sind 130 Kilometer im Train Simulator umgesetzt und das finde ich schon echt wirklich cool, aber ich kenne mich hier leider gar nicht aus irgendwie. Ich weiß, dass es Hektometertafeln gibt, hier 55,6 und so weiter. Aber das war es dann auch schon. So, das ist jetzt der Bahnhof Schlinz, durch den wir durchrollen. Oh, jetzt hatten wir hier gerade so ein kleines Geräusch. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat vom Windows, aber anscheinend hat sich Windows gerade gemeldet. Der nächste Bahnhof ist Nenzig, durch den wir durchrollen. Das müsste dann der hier sein. Und so sieht übrigens auch unser schöner RailJet aus. Dieser ultralange Verband, der ist so riesig.
Da habe ich mir auch manchmal Abfahrten aus München angeguckt. So Videos dazu. Die sind ja so lang. Und es ist ja dann auch immer gleich zwei Railjet, also direkt aneinander koppeln. Das ist echt Wahnsinn. Also Doppeltraktion quasi. Und übrigens, man kann in dem Steuerwagen hier das Rollo runter machen. Das sieht man dann auch draußen. Tatsächlich, schaut mal. Finde ich ja auch ganz süß. Ja. So, übrigens vom Railjet werden auch richtig viele Strecken be also bedient. Ja, also der hat auch sehr viele Linien. Der hat in Österreich selber viele Intercities abgelöst. Die wurden dann zu Railjets. Genau. Also das ist schon. Da ist einiges passiert mit dem Railjet. Der ist übrigens seit 2004 war seine Planung, sage ich mal. Ich habe dazu auch ein Bild, das zeige ich euch noch. Und genau, gucken wir mal, dass wir pünktlich in Bludenz ankommen. Wo ist Bludenz? Bludenz ist in 6 Kilometern, okay. Soweit aber noch alles grün ist, ist super. Gut, ansonsten kann ich ja mal ein bisschen was sagen. Also der Railjet ist die Fernverkehrs Zuggattung der österreichischen Bundesbahn sowie der tschechischen Bundesbahn TT, der Cechnitrahat, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Der Railjet verkehrt in die unterschiedlichsten Länder, Deutschland, Tschechien, in die Schweiz und nach Ungarn. Ein Railjet-Ticket kostet in Österreich genauso viel wie eins vom ICE. Natürlich gibt es dann auch die unterschiedlichen Klassen, aber sonst ist es tariflich gleichgestellt. Die Railjets sind immer Zugverbände mit Siemens Vagio-Waggons. In einem Siemens Vagio-Steuerwagen sitzen wir gerade. Und hinten entweder 1116 oder 1216 Schublokomotiven. Das ist jetzt der Bahnhof Nenzig. Genau, gucken wir mal ganz kurz. Ne, das war Lütsch und jetzt kommt Nüziders. Oh, jetzt haben wir hier wieder gerade diesen Windows-Spaß. So. Und genau, es gibt insgesamt 67 Railjet-Einheiten. Davon besitzt die tschechische Bundesbahn 7 Stück. Die sind dann auch dementsprechend lackiert. Und fahren dann sogar mit nur 12, 16 Lokomotiven rum, weil die verschiedenen Stromsysteme besser kann als als die 11, 16. Und diese 7. Und diese anderen 60 Stück gehören halt der ÖBB und diese 7 der tschechischen Bundesbahn, die haben dann auch eine entsprechende Lackierung. Ich kann euch ja mal hier eben ein Bild einblenden. So sieht dann ein Zug also ein Railjet der tschechischen Bundesbahn aus. Und genau, ein Railjet der tschechischen Bundesbahn. Und hinten ist sogar eine 1116 gewesen, aber dann noch der ÖBB. Aber das ist ja sonst auch egal. So, jetzt nur mal gucken, dass wir hier bremsen. Jawohl, also wie gesagt, 60 Stück gehören der ÖBB. Und die anderen 7 von den 67 gehören der tschechischen Bundesbahn. So, da sind wir im Bludenz, Start des Arlbergpasses. Genau. Zum Glück ist auch so ein so ein Stopmarker eingebaut. Dann kann man schön perfekt dort halten. Zumindest kann man es probieren.
Oh, da links Autozug mit Porsche. Porsche-Autos. Wow. Gut. Dann willkommen in Blue Dance. Müssen wir jetzt nicht ganz perfekt vorfahren, ist ja nicht schlimm. So, und dann Türfreigabe. Ah ne, tatsächlich, wir müssen vorfahren, weil sonst lässt er die Türen gar nicht auf, oder wie? Das habe ich ja auch noch nie gesehen. So. Und jetzt nochmal Türfreigabe. Ah, tatsächlich, die Türen lässt er erst jetzt frei. Wow, okay. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also ist ja schon ein Riesenteil, wirklich. Sind die Türen überhaupt da hinten irgendwo offen? Nee, nicht wirklich. So, jetzt müssen wir aber meinen Führerstand wieder. Man hätte die jetzt aufgemacht und dann zack zu. Okay. Gut, Fahrgäste sind eingestiegen, perfekt. Dann können wir wieder losrollen. Einmal rausgucken. Alles soweit gut. Perfekt, dann würde ich sagen, auf zum Arlberg, den wir jetzt hochrollen werden. Spirit of Munich. An den Lok steht auch Spirit of Zürich dran. Finde ich ja auch ganz interessant. So, dann rollen wir mit 60 aus. Eine schöne Anfahrt. Gescheiten Anfahrtszugleistung. Genau. So. Dann. Willkommen im ÖBB Railjet. Unser Team im Restaurant erwartet Sie mit köstlichen Erfrischungen und betreut Sie gerne auch am Platz. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise mit den ÖBB. Welcome on board of ÖBB Railjet. Our team in the restaurant is awaiting you with delicious refreshments and is also happy to serve you at your seat. We wish you a pleasant journey with ÖBB. So, hier sitzen wir auch übrigens mal in der Passagieransicht. Auch sehr schön. Können wir uns gleich nochmal genauer angucken. Stelle ich aber mal ganz kurz meine AFB auf 60, weil nicht, dass wir hier zu schnell auf den Albergpass rollen. Genau, hier sehr schöne Sitze. Sehr angenehm wahrscheinlich. Ein riesiges Panoramafenster zum Rausschauen auf die Berge. Alles doch schön. So. Aber wir müssen jetzt mal dafür sorgen, dass wir weiterkommen. Genau, was ich noch sagen wollte zum Railjet. Es gibt, also die Züge fahren höchstens 230 km/h, das schaffen sie auch. 230 Stundenkilometer, genau, Kilometer pro Stunde. Schafft ja auch eine Taurus ganz entspannt, ist auch ihre Höchstgeschwindigkeit. Und ansonsten, die Zugsicherungssysteme des Railjets, der verfügt über ETCS, über LZB, über PZB, über die SIFA, über ETCS und einige Garnituren des Railjets oder der Railjets verfügen über Mirel bzw. EVM, ZUB 121, Integra Signum und SCMT. SCMTs kommen übrigens aus Spanien. Das ist ein spanisches Zugsicherungssystem und in Spanien verwendet man auch LZB teils. Dort fahren ja auch IC3-Züge rum, also 403er oder 406, das weiß ich gerade gar nicht. Und genau. Ansonsten, die ÖBB wurden, also die Railjets wurden zwischen 2008 und 2012 und 2015 und 2016 gebaut. 2015 und 2016 nochmal ganz neu der ÖBB. Und 2013 und 2014 wurden die der Tschechischen Bundesbahn gebaut. Jawohl. Gut. Das erstmal soweit zu den Railjets. Das ist übrigens hier noch ein Bild, ein Versuchsbild oder beziehungsweise ein Versuchs-Railjet
aus 2007, wo der Zug gerade eingeführt wurde. Da gab es auch schon das eine 1016 in Railjet-Lackierung und dahinter halt die entsprechenden Waggons. Und genau. Damals war das schon. Also die ÖBB hat sich da echt weiterentwickelt. Weil vorher gab es das ja gar nicht und jetzt hat der Railjet schon. Ist ein Monopol-Ding. Und viele Leute fahren auch mit dem. Genau. Oh, man merkt richtig, die Taurusse müssen ordentlich powern. Und tatsächlich fahren ja regelmäßig viele Züge entlang auf diesem eingleisigen Gebiet hier. Das sehr kurvig ist und echt, da sollte man nicht zu schnell entlang fahren, weil sonst irgendwann, ja, passiert ein Unglück. Und wenn hier schneit, ne? Schaut mal dann, ist ja echt Lawinengefahr. Eieiei. Oh, SIFA. Jetzt haben wir eine SIFA-Zwangse gekriegt. Mist, da bin ich einmal rausgegangen. So, dann müssen wir den Regler wieder auf 0 stellen. Ich wusste es doch, gerade gehe ich raus und dann. Nee, müssen wir nichts auf 0 stellen. Geht wieder, okay. So, jetzt gucke ich mal, dass ich hier vielleicht noch irgendwo. So, jetzt fahren. Genau, jetzt fährt er wieder an. Oh. Da merkt man richtig, die Taurusse hier hinten, also die Loks müssen schieben. Jetzt aber gerade SIFA gab, jetzt können wir nochmal hier rausgucken. Es sieht ja auch echt klasse aus. Da links die Kühe. Schön. Oh, ich habe ein Längenmesser aktiviert. Wann habe ich den denn aktiviert? Aus Versehen. Dann gucke ich mal, dass ich hier vielleicht nochmal ein schönes Bildchen hinkriege. Sind wir schon bei 60 km/h, also man hat gesehen, das ist eine ordentliche Steigung, die es hier gibt. Guck mal ganz kurz St. Anton genau, das ist in 30 Kilometern. Also wie der Zug mir hier rumwackelt, das ist nicht so schön. Da habe ich immer Angst, dass er mir gleich aus den Gleisen fliegt. Ah, das passiert schon nicht. Und gucken wir mal, halten müssen wir nicht. Alles gut. Sehr schön. Aber der Kollege musste warten. Hallo Kollege. Haben wir dem mal kurz Hallo gesagt? Genau. Fahren wir hier durch Pratz, im geschlossenen Bahnhof. Weil die Bahnhöfe, die werden ja gar nicht mehr bedient hier, viele von denen. Tatsächlich. Wahrscheinlich war das gar nicht so wirtschaftlich. Aber guckt euch das mal an, das ist auch eine starke Landschaft da hinten. Ganz viele Bäume. Ist ja riesig.
Wow. So sieht man richtig, wie die AfD hier zu kämpfen hat. Die verliert immer mal in zwei Kammer und dann muss sie wieder hochschalten. So, gehen wir mal wieder in den Führerstand. Dann bin ich mal gespannt, was ich da für schöne Thumbnails draus machen kann. Unsere Lok schiebt noch. Okay. Solange die noch schiebt, ist alles gut. Ich weiß es gar nicht. Heißt es jetzt Taurusse oder Tauri oder Tauren? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. So, da vorne dann wieder 70. Ach so, und wenn wir jetzt auf einer normalen geraden Strecke unterwegs wären, würde ich jetzt auch die AFB auslassen. Ich fahre ja sehr gerne auch ohne AFB. Aber dann habe ich das mal heute angemacht. Dann haben wir die auch mal wieder. So, und für die Geschwindigkeitsübertretung, genau, das sind ja nur 1-2 km/h. Das regelt die AFB alles, also da habe ich keinen Einfluss drauf. So, dann wieder 70 ab hier. Und dann durchfahren wir auch gleich den nächsten geschlossenen Bahnhof. Der heißt Hintergasse. Okay, also rausfahren müssen wir auch nicht. Grün haben wir voll, also auf einen anderen Zug warten müssen wir nicht. Es ist gut. Sehr schön. Die Szenarien sind übrigens aus einem Railjet-Paket. Vielleicht fahre ich da auch nochmal was. Demnächst mal schauen. Ein Güterzug oder sowas. Oder das SBB-Logo. Disposition und Instandhaltung. Kann man jetzt gerne anrufen, wenn man möchte, muss man aber nicht. Zugdaten Railjet im ÖBB-Netz. Siebenteilig plus 10 und 1116. Hier steht auch nochmal das, was ich alles gesagt habe. Gewicht 481 Tonnen. Bremsdaten, wow. Oh. Jetzt ist das Licht aus. Achso, ich bin gerade erschrocken. So. Licht. Okay. Recht interessant, was man alles da machen kann. Ich kann auch übrigens die PZB und die SIFA und ausmachen, wenn ich möchte. Aber das müssen wir jetzt nicht. So, 60 ab hier. Wegen den ganzen Tunneln. Da müssen wir aufpassen.
Also ich finde es immer noch echt cool, wie der hier die Leistung die ganze Zeit hoch und runter schaltet. Kann man ja echt schöne Bilder machen mit den Bergen im Hintergrund. Wow. So, aber wir erreichen auch schon bald St. Anton. Tatsächlich. Sag mal, ja, ganz schön hier hochzufahren. Und auch ein tolles Szenario für zu haben. Ja, mich hat es dann halt nach Österreich verschlagen, meine Schicht. Ich wurde als Aushilfslokführer gebraucht. Deshalb sind wir hier auch auf der Strecke unterwegs. Oh, es geht denn hier, Alter? Oh, das geht aber ganz schön. Eieiei, eine Brücke. Finde ich jetzt nicht ganz so schön. Ha. Lieber schnell runter. Also, wenn diese Brücke mal irgendwie instandsetzungsbedürftig wird. Also die Arbeiter haben Spaß, sie zu sanieren. So, wie immer keinen Halt gerade. Wir können einfach durch den Bahnhof Dallas. Oh, hier rechts steht sogar ein Zug. Mit einer 1116, sehr schön. Immer wenn ich halt rausgehe aus dem Zug, nicht wundern, ich suche halt wirklich einen sehr schönen Moment, wo man ein tolles Bild schießen kann. Können wir ja mal so. Und dann wieder so. Oder auch nur so. Mal wieder so. So. Dann schaue ich einfach mal, was mir gefällt später. Jetzt stresse ich euch nicht weiter damit. Ja, man kommt hier echt, das ist ja eine ganz, also man kommt hier echt schon schön rum. Strecke, hier schöne Sträucher und Gebüsche. Ganz lieb texturiert. Sehr schön. Ich könnte mal eben was gucken. Wo wir uns gerade befinden. Oh, wir sind ja schon ganz oben. Als echt schon ordentlich hoch, ja. Gar keine Frage. Jetzt muss ich aber wieder hier nah ran. Jetzt sind wir hier bei Kilometer 118,8. Und bei Kilometer, ich glaube, 120 endet es auch schon. Ne, 130 endet es auch schon. Genau, wir müssen lang am Arlberg, Gleis 2. Und St. Anton ist in nicht mal mehr 20 Kilometern zu erreichen.
Okay, Vorsignal meldet nichts. Hauptsignal meldet nichts, meine ich, sorry. Alles supi. Schön. So. Okay. Lang am Arlberg. Da kommt auch schon der Bahnhof Wald am Arlberg. Der ist aber auch zu. Oh Leute, jetzt muss ich aber hier nochmal ein Bild machen. Sorry, jetzt kann ich mir das gar nicht verkneifen. Jetzt kommt der hier so schön um die Ecke. So. Da hat er sich so gerade so richtig schön um die Ecke geschlängelt, der Zug. Genau. Ja, ansonsten ist ja schon echt wirklich beeindruckend, was der Railjet alles kann. Ich bin noch nie mit einem Railjet gefahren. Aber ich finde es auch ganz süß, dass man hier so ein, die ETC, der ist ETCS-Knöpfchen, dass das mit den Euro-Sternen da ist. Von der Euro-Flagge, von der EU-Flagge. Ist ja ganz niedlich. Wow. Oh, hier gibt es ganz viele Ausweichgleise. Was ist das denn? Oh Gott, ich dachte, der steht auf unserer Strecke. Boah, das ist mir gerade ganz schön kalt den Rücken runtergelaufen. So, einmal lieber schnell runter auf die 60. Also wirklich, das war gerade echt schon so ein Schockmoment. So nach dem Motto, weil da kam auf einmal so ein Waggon und ich konnte nicht zuordnen, ob das jetzt auf unserem Gleis ist oder irgendwie da noch was anderes ist, aber Mann, Mann, Mann. Gut, dann haben wir auch gleich wieder 60, 70, meine ich. In 300 Metern. Da unser Zug eben eh zum Aufschalten braucht, gebe ich dem jetzt mal, schenke ich das kurz und dann kann er ein bisschen schneller aufschalten mit der Geschwindigkeit hier. So, wann müssen wir eigentlich in St. Anton sein? Gibt gar keine vorgegebene Zeit, okay. Also die ganzen Tunnel, das ist ja hier, wow, auch echt interessant, weil dann im Winter, wenn die hier durchfahren, dann frage ich mich, wie kalt es hier drin wird. Und ob dann auch die Gleise hier irgendwie richtig vereisen, weil die kalte Luft kommt ja auch hier lang. Aber das ist ein langer Tunnel, ich glaube, hier vereist erstmal nicht so schnell.
Nicht so schnell, meine ich so. Genau. Ja, ich finde es aber auch schön, dass RWA da, also RailWorks Austria, auch einen Steuerwagen gebaut hat. Das war auch nochmal ganz schön. Oh, da vorne können wir 100 fahren. Super. So sieht es übrigens für einen Passagier aus. Nichts. Also man, der hat gerade gar nichts gesehen. Und ich war auch gerade mal kurz still, um einfach mal kurz zu schauen, ob hier irgendwas gerade, was hier so abgeht. Also auch mal kurz gelauscht. Weil ich fahre ja auch wieder das erste Mal lang. Obwohl ich bin, glaube ich, schon mal hier lang gefahren, aber da, naja, nicht ganz. Also da war ich irgendwie, also nicht richtig bin ich hochgefahren. So, dann haben wir 100 ab hier vorne. Und dann erreichen wir auch gleich St. Anton. Langen am Arlberg. Der Bahnhof. Zack, einmal vorbei. Und gleich erreichen wir dann St. Anton. Oh, ich habe die AFB auf 5 km zu schnell gestellt. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum die nicht runterbremst. Und da war das Rätsels Lösung. Ja, also ab Lang ist es dann anscheinend auch bisschen besser ausgebaut, merke ich gerade. Weil hier sind auch zwei, es ist zweigleisig, kann man 100 fahren. Und gerade hält der Train Simulator perfekt die 100,0. Ja, das ist jetzt wieder kaputt, er jetzt wieder 100,0. Wow. So. Dann willkommen, St. Anton. Der Tunnel wird aber auch immer länger, habe ich das Gefühl. Da hinten gibt es kein Ende. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt 8 Kilometer Tunnel fahren. Oder vorne kommt, glaube ich, ein Signal. Ne, da kommt kein Signal. Ne, alles gut. Signal für die andere Richtung war das. Ja, anscheinend fahren wir doch 8 Kilometer Tunnel. Also wenn hier mal ein Unfall ist oder sowas, dann frage ich mich, wie die Bergrettung hier die Leute rettet. Soll ich mal ganz kurz mal ein Deskleid ankriegen? So, jetzt habe ich mal Deskleid angemacht. Können wir auch ein bisschen mehr was sehen hier.
Aber übrigens, der Führerstand erinnert mich auch so ein bisschen an den einer 1216 hier. Links vor allem die ganzen Taster. Ja, das erinnert mich sehr an eine 1216. Gut. Also ich mein's ernst, wir sind jetzt echt 5 Kilometer, ne, fahren jetzt noch bestimmt auch noch die restlichen 5 Kilometer Tunnel, aber ich meine einfach wirklich die Bergrettung, wie würden die dann hier Leute retten wollen? Also wie würden die hier retten kommen? Angenommen, hier passiert was oder sowas, irgendwie ein Zug geht in Flammen auf oder so. Ich sehe hier nur, also ich weiß nicht, ob die im Train Simulator verbaut sind, aber ich sehe hier keine irgendwie Eingänge oder sowas. Und es war ja verheerend. Also ich weiß, dass die da bei dem VDE-Projekt ganz viel bauen gebaut haben und sehr viel Tunnelübung machen. Keine Ahnung, wie es in Österreich aussieht. Aber ich glaube, da sind die auch ganz gut dran. Also wenn irgendwas ist, glaube ich, kriegen das schon hin. So, und wir sind tatsächlich jetzt gleich 8 Kilometer Tunnel gefahren. Finde ich auch sehr beeindruckend. Kann man auch mal machen, muss man aber nicht. Am schönsten wäre es ja, wenn wir hier mit 300 oder sowas durchfahren würden. Oder mit 230 wenigstens, weil dann wäre es eindeutig ein bisschen schneller gegangen. So. Aber wir sind gleich da. Vorsignal zeigt auch noch alles soweit grün. Hier das Hauptsignal. Ist doch kein Vorsignal. Da kommt auch schon Sankt Anton. Da bremse ich jetzt auch übrigens mit Volldruckluft. Hat er gesagt Sankt Anton am Arlberg oder? Das ist auf Englisch. Ich glaube, er hat gerade sogar Shortly arriving at Sankt Anton am Arlberg, hat er gesagt. So, dann haben wir noch eine Zugbeeinflussung bekommen. So. Danke, dass Sie mit dem ÖBB Railjet gefahren sind. Es war mir eine große Ehre, Sie hier nach oben zu befördern. 8 Kilometer durch einen Tunnel. So, jetzt müssen wir auch wieder schön weit vorne halten und der hintere Teil des Railjets steht sogar draußen. Uiuiui. So, dann halten wir einfach mit dem vorderen Teil. Da steht er drin. So, dann Türen rechts einmal bitte freigeben. Zack. Ja, da auf der anderen Seite freigegeben. Und da sind sie offen. Schön, Railjet. Da steht übrigens Railjet RWA. Da Railjet RWA, zweite Klasse. Gut gemacht, ein anderer Fahrer wird die übernehmen. Sehr schön. War doch eine ganz tolle Fahrt mit dem Railjet, genau. Kann mal gucken. Ach ne, der ganze Teil steht sogar drin, wow. Naja, nicht ganz, aber Moment. Doch, der ganze Teil steht drin.
Tatsächlich. Okay. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut. Warum habe ich mir das eigentlich auch gar nicht denken können? Weil ich nicht darauf geachtet habe, wie lange der Bahnhof ist. Gut. Dann würde ich einfach sagen, gehen wir mal in die Auswertung. Szenario abgeschlossen. An 1 von 1 Bahnhöfen Fahrgäste aufgenommen. An 2 von 2 Bestimmungsorten gehalten. 38 Mal Geschwindigkeitsübertretung wegen der AFB. Ansonsten war das eine sehr schöne Fahrt. Wir waren mit dem Railjet unterwegs und haben da auch mal den Arlberg bestritten. Hat ja soweit gut funktioniert. Außer am Ende dann die 8 Kilometer Tunnel. Die fand ich jetzt ein bisschen komisch. Aber anscheinend gibt es sie da auch. Aber da wäre schön, wenn wir ein bisschen schneller unterwegs gewesen wären, weil man hat da nichts mehr von der Strecke gesehen. Genau. Ansonsten, ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Und ansonsten, ja, sind hier noch ein paar Videos. Und dann würde ich mich sehr über eine Bewertung und Feedback zum Video freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Und dann würde ich sagen, ciao.